Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und heute spielen wir Turf War. Los geht's mit Turf Wars, das erste halte ich schon mal, und zwar den Spielmodus. Das Ganze ist live kommentiert, das heißt jetzt nicht, dass ich euch hier schon was aufgenommen habe und irgendwie das Beste der besten Let's Plays hier gebe. Nein, ich gebe euch einfach das live kommentiere und guck mal, wie das Ganze wird. Ich dachte einfach Turf Wars mal, weil das haben wir nicht lange gespielt, eigentlich noch gar nicht, und von daher können wir das Ganze einmal spielen. So, aber heute geht es ja wie immer nicht ganz nur ums Spiel, sondern eigentlich um zwei große Themen, die ich euch einfach mal mitteilen möchte. Und zum einen ist das für, sag ich mal, alle Aktivleute eigentlich das ultimative Information-Ding, was man eigentlich wissen sollte. Und zwar ganz einfach gesagt, kommt für die nächste Woche keine Folge, außer am Wochenende. Also in der Woche kommt keine Folge, kann ich euch schon sagen. Das hat einfach den Grund, jetzt zum neuen Jahr habe ich einen neuen Job, kann man sagen. Und in diesem neuen Job bin ich sehr viel unterwegs in Deutschland. Jetzt die kommende Woche bin ich einmal, ja, sagen wir, in der Umgebung von Berlin unterwegs. Und komme daher einfach nicht dazu, natürlich Videos zu machen, weil ich dann natürlich nicht zu Hause bin, bin auf Montage. Und von daher kann ich keine Videos produzieren. Ich kann nur eins sagen, am Samstag für alle Simpsons-Gucker kommt eine Folge, ein zwei neues Gebäude für unseren Tintenfischhafen, ist auf meinem Rechner schon, ja, fast fertig. Das wollte ich denn so am nächsten Wochenende, wenn ich dann wieder, sag ich mal, zu Hause bin, fertigstellen und hochladen. Und zwar ist es einfach am Sonntag, wenn dieses Video oben ist. Ich lade es am Morgen hoch, dann könnt ihr euch das angucken. Und dann wisst ihr, hey, Hotdog ist unterwegs nach Berlin. Das heißt, er ist die ganze Woche nicht zu Hause und kann deswegen nichts machen. Das ist ein großes Thema, was ich einfach mal ansprechen wollte. Besonders, ich habe mir immer den Vorsatz genommen, zwei Videos in der Woche zu machen. Wie ich das Ganze jetzt durchsetze, weil ich ja, sag ich mal, wie es aussieht, sehr oft unterwegs sein werde, muss ich mal gucken, wie ich dann am Wochenende mache. Weil ich mag das eigentlich gar nicht, Videos vorzuproduzieren. Weil alles, was ich immer mache, das mache ich immer lieber jetzt und gleich. Wenn ihr jetzt auch diese Folge macht, die will dann am nächsten Tag hochgeladen werden oder gleich am gleichen Tag hochgeladen werden. Sofortproduktion mag ich eigentlich gar nicht. So, aber ich muss mich, glaube ich, jetzt daran gewöhnen, dass ich, sage ich mal, am Wochenende mir immer so einen Plan mache, was kommt die Woche, und dann irgendwie es schaffen, das irgendwie so einzustellen, dass es dann hoch genug wird. Jetzt am Anfang ist es mir das sehr schwer, von daher sage ich einfach mal, ihr müsst euch vielleicht mal gedulden, dass es dann immer nur Wochenende was kommt. Ja, gut, das erste große Thema ist schon mal von der Seele gequatscht, würde ich mal sagen. Achso, ich darf bauen hier. Ja, das zweite riesengroße Thema, was ich unbedingt ansprechen möchte, ist einfach, jetzt durch den neuen Job bin ich natürlich auch viel unterwegs in Deutschland. Zum Beispiel ja, wie gesagt, Berlin, und ich kann natürlich auch zu Niederland und überall halt hingeschickt werden. So, da ist natürlich für mich dann so ein Einfall gekommen, wo ich eigentlich mir auch denke, weil ich ja auch manchmal YouTube so allgemein rumschaue und sogar manches Equipment zu Hause habe, was ich hatte, bevor ich überhaupt mit YouTube angefangen habe. Das war dann halt privatmäßig halt, um auch so ein bisschen da reinzuschnuppern. Und zwar habe ich mir einfach überlegt, einen zweiten Kanal aufzumachen, der extra nur dafür ist, wenn ich halt in Deutschland unterwegs bin. Und zwar wollte ich gerne alles aufnehmen. Ob das jetzt Daily Vlogs heißt oder irgendwie so meine eigene Art, wollte ich gerne machen. Wie gesagt, ich habe halt so eine kleine Kamera, ich weiß gar nicht, was das ist, muss ich mal nochmal gucken, wenn das einer wissen will. Habe ich noch bei mir zu Hause im Schrank und dachte mir, warum denn nicht? Wenn man unterwegs ist und was erlebt, kann man das Ganze ja auch aufnehmen. Und das ist auch ein kleines Ding, was ich mir so in diesem Jahr mal anfangen möchte, mal einfach zu sagen. Und mal gucken, wie das Ganze denn klappt. Derzeit habe ich noch keinen zweiten Channel. Ich bin auch noch ein bisschen an überlegen, wie ich den Namen mache und alles. Ich habe mir irgendwie gedacht, das muss ja was mit Hotdog auch zu tun haben, weil ich heiße ja im virtuellen Leben ja immer Hotdog, und das heiße ich ja schon jahrelang. Und das möchte ich dann gerne auf dem zweiten Channel dann auch machen. Das Zocken und alles mit Minecraft, das wird nie aufhören. Das wäre dann immer, wenn ich Wochenende zu Hause bin oder so, dann zocke ich natürlich Minecraft und bastel immer noch weiter. Das ist ja kein Thema. Aber dann einfach immer in der Woche oder so, wenn man doch mal unterwegs ist und ein bisschen, ja, ich sag mal, man muss ja Geld verdienen, um überhaupt zu überleben. Und dann dachte ich mir einfach mal, Mensch, dann machen wir noch sowas auf. Ja, das alles jetzt hier im neuen Jahr mal ansteuern. Ob das jetzt noch in diesem Monat passiert oder nächsten Monat, dann müssen wir ganz einfach mal gucken. Ja, mein Vorschlag jetzt, sag ich mal, für den Namen hat, kann er ihn mal reingeben, weil meiner wäre jetzt zur Zeit, den ich mir so ein bisschen überlegt habe, Hotdog on Tour für so mein zweites Channel. Hätte ich mal irgendwie Lust zu. Da würde ich mich natürlich auch selber zeigen, das heißt, manche oder vielleicht einer, der sich mal wundert, wie sieht der Typ hier aus, dann kann er mich auch mal angucken. Oder auch, sagt man überhaupt so, angucken, was ist das wieder für ein deutscher Hotdog? Was ist das nur für ein deutscher? Nee. Naja, das sind die zwei großen Themen, die ich eigentlich mal loswerden möchte. Das Video wird auch heute nicht so lang werden, weil das natürlich auch hoch genug werden soll und
Ich sag mal, ich bin am Sonntag nach dem Mittag eigentlich los und bis dahin sollte das Video oben sein. Ja, das sind eigentlich die zwei großen Themen, die ich ansprechen wollte. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht ansprechen. Eigentlich ist alles geklärt, oder? Video-Upload, wann kommt was? Ja, eigentlich alles drin. So, dann würde ich sagen, spielen wir die Runde noch zu Ende. Ich bin auch auf YouTube jetzt gar nicht richtig unterwegs, weil ich habe ja immer alles auch mit meiner Xbox gemacht. Jetzt habe ich denn unterwegs nur mein Handy mit. Mein Laptop nehme ich nicht mit, weil der doch ein bisschen groß ist und da so viel Dateien drauf, will ich nicht unbedingt riskieren, dass er unterwegs kaputt geht oder so. Von daher nehme ich das Ganze nicht mit. Also falls ihr Fragen oder sonstige Sachen habt, nur noch einigen Themen jetzt, die ich jetzt gesagt habe, dann könnt ihr sie gerne unterschreiben. Antworten werde ich denn am nächsten Samstag oder Freitag Minimum. Bis dahin. Oder halt, ich guck mal, ob ich das mit dem Handy mache. Muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, das sind eigentlich die zwei großen Themen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze wird dann auch mit dem Zweit-Channel. Wie gesagt, das wollte ich dieses Jahr gerne ansteuern. Ich werde jetzt nicht so was machen, denn auch wie 10 Arten Diss oder Challenge Diss und so. Sowas mache ich nicht. Da bin ich auch kein Typ für, dass ich denn sowas mache. Das sind einfach nur so Vlogs, wie ich dann mein zeige, was ich so erlebe, was ich so mache. Da habe ich mehr Lust drauf. Ja, wir haben gewonnen. Ich glaube, ein guter Abschluss für dieses Spiel. Wir sehen nochmal zurück ins Hauptmenü. Dann gucken wir nochmal, wie wir den Schluss besprechen. Zurück im Hauptmenü wollen wir das Video auch langsam beenden, damit es halt nicht zu lange wird. Und ja, was sage ich noch kurz zu Miniplex? Ich bin immer noch überrascht, dass überhaupt das Weihnachts-Update hier ist. Von den Rängen oder sonstige Sachen haben wir bis jetzt auch noch nichts bekommen. Es gibt zwar diesen Dungeons-Rang und bla bla bla. Aber hier steht immer noch demnächst. Wer weiß, was die damit meinten. Ja, gut. So, dann war es das Ganze. Wie gesagt, Fragen werden dann erst auf kommende Wochenende beantwortet oder am Freitag. Mal gucken, vielleicht auch unterwegs. Naja, gucken wir mal. Ja, wenn Fragen sind, ne, ihr wisst Bescheid. Und dann war es das Ganze hier. So, euer Hotdog ist raus. Der Lars, der Bär, ist auch noch hier. Der wird für mich weiterspielen, hoffe ich mal. Ne, Lars, du wirst weiterspielen. Puh. Und dann hoffe ich mal, das wird eine erholsame Woche für mich. Nicht so stressig, ansonsten erzähle ich euch alles, was so passiert ist. Ich war schon lange gar nicht mehr unterwegs von zu Hause. Also eigentlich war ich noch nie auf Montage oder so. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze wird. Und überraschen wollte ich mich einfach mal. So, ja, mein Deutsch ist heute auch. Ja, ich hoffe für euch wird eine erholsame Woche. Und dann hören wir uns einfach wieder am... Gott, wann hören wir uns eigentlich wieder? Wenn ich wieder ein Let's Play mache. Ich mache mir einfach am Wochenende wieder ein Let's Play. Also... Ja, am nächsten Wochenende. So, okay, dann war es das Ganze hier. Ich würde sagen, wir stellen uns auf meine Lieblingsstelle hier auf Miniplex. Das ist irgendwie mal hier. Aber hier ist diese verdammte Kiste mit dieser Schriftzug. Pfui. Dann stelle ich mich halt hier hin. Obwohl, warte mal. Wenn ich noch hier bin, mein letzter Tag hier, ich nehme mir noch mein Tagesbelohnung mit. Immer mitnehmen. Ich habe jetzt auch nur einen Tag. Ich verpasse das irgendwie mal. Ich glaube, meine Serie war mal bei 30 Tagen und danach habe ich es schludern lassen. So, okay. Hotdog, hör auf, das Video rauszuzögern. So, ich stelle mich Safety hin und mit dem Safety stehen, da war es das Ganze hier. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Am Samstag kommt Simpsons für alle Simpsons-Gucker und als weitere, da gucken wir mal. So, dann würde ich mal sagen, haut's rein und ihr wisst ja, tschüss.